Hallo Leute, ja, ich war unterwegs und habe leider vergessen aufzunehmen und bin tatsächlich auch schon gestorben, weil mich der Troll erwischt hat. Hab meine Sachen gerade schon wieder geholt und irgendwie ist er eben noch hinter mir her gewesen. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch da ist. Ich muss mal schnell gucken, dass ich mich noch anziehe. Und ja, dann sind wir wenigstens ein bisschen wieder geschützt. Das hat jetzt alles gerade nicht so gut geklappt. Ich glaube, er kommt jetzt auch nicht. Ihr guckt mal gerade das Logo und dann gehen wir aufs Großbild, ne? So, also er ist auf jeden Fall wohl weg. Weil er ist eben noch hinter mir hergekommen. So ein bisschen doof, weil der ist schon ganz schön groß. Und ich habe... Ah, warte mal, wir machen nicht wieder den gleichen Fehler. Das war nämlich mein Problem, dass ich wieder nichts gegessen habe, ne? Dadurch hat er mich eigentlich auch richtig umgehauen, glaube. Jetzt wollen wir doch erstmal die Gesundheit und sowas hochpowern, damit das klappt. Ich weiß jetzt nicht, wo er abgeblieben ist, ne? Wahrscheinlich steht er gleich direkt vor mir und ich habe es wieder nicht gemerkt oder so. Schauen wir mal. Wir haben immer noch keine Höhle gefunden, wo wir Sachen abbauen können. Das ist das Schlimme. Ja, jetzt bin ich das erste Mal gestorben dann, ne? Leider habe ich verpennt aufzunehmen und ich habe auch verpennt zu essen. Und das war mein größtes Problem. So, ich hatte schon den Bogen, ne? So. Ich habe den auch noch ein bisschen mit dem Pfeil und Bogen malträtiert, aber pff, irgendwie habe ich es dann wieder nicht hingekriegt, ordentlich wegzulaufen. Dann bin ich an einem Baum hängen geblieben, beziehungsweise so einer kleinen Tanne. Und das war dann mein Todesstoß sozusagen. Da hat er mich dann erwischt, ne? Und jetzt ist die Frage, wo er ist. Wo er auf mich wartet. Hier auf der Karte seht ihr da, wo ich gestorben bin, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich alles eingesammelt habe. Muss ich auch noch gucken. Vielleicht liegt da ja noch was, weiß ich nicht. Hier irgendwo war das. Hier liegt noch Holz, das hat wahrscheinlich der umgehauen. Hier ist die Todesstelle gewesen. Ja. Und ich weiß nicht, wo er ist. Wahrscheinlich taucht er gleich hier. Ich habe ihn gehört, oder? Aber wo? Gleich steht er hinter mir, ey. So wie ich das kenne. Wo ist er? Ich fange an zu frieren. Da ist er. Da ist er. Wir haben ihn gesehen. Und wahrscheinlich ist er hinter mir her jetzt, ne? Jo. Oh, ich habe wieder umgeschaltet auf Pfeil und Bogen und das hat nicht funktioniert, ey. Hat er mich wieder getroffen? Und jetzt wird es auch noch dunkel. Jetzt ist es ganz schwer für mich, den zu treffen, ne? Oh Mann, jetzt habe ich keine Energie mehr. Ist das schwierig? Der macht große Schritte und ich leider nicht. Jetzt nur irgendwelche vorbeikommen, ne? Da habe ich verloren. Ich glaube, den habe ich wieder nicht getroffen. Ich würde es auch mal gerne versuchen, weil ich ja schon einmal so gestorben bin, ihn vielleicht. Ich bin wieder gestorben. Ja, ich glaube, der ist zu groß für mich. Den schaffe ich noch nicht. Da müssen wir weiter gucken. Okay, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir hier hinkommen und unsere Sachen wieder kriegen, ne? Okay. Ich war bis jetzt immer sehr vorsichtig und jetzt habe ich es mal geschafft, nicht vorsichtig zu sein. Das ist das Problem.
Da haben wir ganz viele Sachen drin, aber nichts, was wir brauchen. Hier ist auch nichts drin. Nee. Hier ist auch nichts Gescheites drin. Ist das alles draußen gewesen? Na, wahrscheinlich müsste ich jetzt auch gerade gucken, dass ich. Hier ist auf jeden Fall ein Knüppel, den können wir mitnehmen. Und die Krone ist ja auch noch da. Dann haben wir jetzt ein bisschen Schutz. Also nochmal reingehen. Irgendwie müssen wir noch was zu essen haben, damit wir unsere Energie da hochkriegen. Aber das ist alles nicht gebraten, sehe ich gerade. Hatte bei der Fisch noch was? Wohl nicht. Vielleicht ist er irgendwo später für, keine Ahnung. So, hier können wir einen essen. Habe ich die Kiste schon aufgemacht? Nee. Aber da ist nichts zu essen drin. Dann bleibt nur noch die Kiste, ne? Hier ist auch nichts zu essen drin. Das heißt, wir sind erstmal erledigt. Kann ich schlafen? Ja, dann machen wir das doch erstmal, ne? Damit es wieder Tag wird. Du schläfst ein und planst die Arbeit für den nächsten Tag. Im Traum erlegst du sie. Das Holz haust nach der Nahrung, jagst nach schnellem Wild. Du kehrst erschöpft, aber Glück in der Hause zurück, nur zum Aufmachen und um festzustellen. Keine Ahnung, ich kann es nicht so schnell lesen. Ist leider immer etwas schnell aus. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir unsere Sachen wieder kriegen. Und dann müssen wir den Großen mal alleine lassen, glaube ich. Das hat keinen Sinn. Ich glaube, diese Richtung ist unsere Richtung, wo unsere Sachen sind. Müsste ich gerade noch gucken, ob ich hier irgendwo Bären finde. An irgendwelchen Sträuchern. Ast. Nee, das ist das, was da leuchtet. Das Harz, das brauche ich jetzt auch gerade nicht. Himbeeren. Dann essen wir noch eine Himbeere. Gesundheit ein bisschen und Ausdauer. In die Richtung müssen wir, glaube ich, gehen. Warte mal, wir nehmen mal den Knüppel besser in der Hand. Ah, da vorne sind wir gestorben. Ich hoffe, der steht da jetzt nicht neben und wartet auf uns, dann haben wir ein Problem. Mit dem Knüppel ist nämlich ein bisschen wenig, ne? Da ist ein Stein, aber ich glaube, den kennen wir schon. Das sind da, wo drauf steht, dass die in dieser Welt alle sind, oder? Die Wächter. Ja, genau, das ist es. Das kennen wir schon. Ja, da lang. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein, weil irgendwo könnte er ja schon sein. Als wir gestorben sind, meine ich zwar, dass er weggelaufen ist, aber ob dem wirklich so ist. Das ist es nicht. Da vorne ist es. Wer war das jetzt? Wer schreit da? Ah, da ist einer. Gut, den haben wir. Da vorne sind unsere Sachen. Ich hoffe, der steht nicht daneben noch irgendwo. Ich sehe ihn gerade nicht. Komm, lass uns das schnell holen. Gegenstände geborgen. Und dann zack, zack, alles anziehen. So, haben wir alles? Ich glaube schon, ne? Die Krone kann weg. Wo ist die Axt? Da, die kann dann dahin wieder. So. Ja, schade. Bisschen doof gelaufen, ne? Und das Schlimme ist, dass ich immer noch keine Gruft gefunden habe. Nach hier südlich geht es ja auch noch ein bisschen.
Irgendwo muss ich so eine Kammergruft oder sowas noch finden. Hier ist die Grenze vom Wald, glaube ich. Warte mal, wir haben ja jetzt unsere Sachen wieder gefunden, dann können wir auch noch Fleisch essen. 35 Gesundheit, das ist schon mal schön. Sammeln wir gerade noch ein paar Pilze, die hier sind. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier noch irgendwas finden. So, hier ein bisschen an dem Rand lang gehen vielleicht noch. Da sehe ich nichts. Da vorne ist er, oder? Kann das sein? Nee, täuscht nur. Doch, da unten ist er. Also weg. Das heißt, wir gehen in die Richtung und umgehen den ein bisschen. Und schauen mal, dass wir irgendwo jetzt noch so eine tolle Gruft oder sowas finden, Mann. Da war ein Reh. So, diese Richtung dürfte er eigentlich nicht sein. Ich glaube, hier war die Stelle, wo ich das erste Mal gestorben bin. Aber wenn er ein Troll ist, muss er da auch was Besonderes sein eigentlich, oder? Hier bin ich gestorben. Ich höre ihn schon wieder. Da hinten steht er. Das ist gut, wenn wir diese Richtung laufen, ist er hinter uns. Ach so, das ist ein Lichteinfall. Ist das da vorne was? Ich will es hoffen, ey. Wir brauchen unbedingt jetzt noch eine Gruft oder sowas. Hier ist nichts. Da ist ein Häuschen, aber keine Ahnung, was das für eins ist. Vielleicht waren wir da auch schon drin. Ne? Also in die Trollhöhle brauchen wir zum Beispiel auch nicht gehen. Ne? Das hat man nicht geschafft. Jetzt weiß ich nicht. Na, das ist die Trollhöhle. Okay, dann brauchen wir da nicht rein, da kommen wir gleich wieder raus. Weil den Troll haben wir nicht geschafft, dann werden wir da drinnen den Troll auch nicht schaffen. Ja, schade, ne? Hier unten ist schon das Wasser. Tja, dann müssen wir hier mal am Wasser lang gehen, oder? Gucken, dass wir hier noch irgendwas finden. Wer weiß, wie groß das Gebiet hier ist. Also wenn hier ein Skelett ist, muss doch hier ein Eingang sein, oder? Ah, da schau her. Bin ich schon wieder gestorben, du glaubst es doch nicht, oder? Ja, okay, dann würde ich sagen, nächstes Mal laufe ich hier wieder hin, guck zu, dass ich meine Sachen kriege und dann wollen wir hoffen, dass ich dann mal richtig schaffe. Ich glaube, ich stand zu tief, deswegen habe ich das Skelett nicht getroffen. Das war mein Problem gerade. Richtig ärgerliche Folge, muss ich sagen. Dreimal gestorben, ne?
Alles klar. Ich würde dann sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.